Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass ich mal Vlogs mache hier auf YouTube. Aber wenn, dann auf jeden Fall habe ich da sehr viel Spaß immer dran. Nur erlebe ich meistens immer nicht so viel, deswegen kommt das auch nicht so häufig vor. Wir haben es heute Freitag. Wir hatten gestern noch 7 Stunden den Legendary Dungeons Start gestreamt. Und danach hatte ich noch 4 Videos jetzt für das Wochenende vorbereitet, damit ihr auch weiterhin die Daily Dose of Dorza geliefert bekommt bis Montag. Und so lange kann ich mich zurücklehnen, ein bisschen was filmen und ein bisschen einfach mal die Seele baumeln lassen. Ne? Ich werde mal schauen, was ich hier so zusammenkriege aus dem Vlog. Das Wetter momentan ist gerade ziemlich minus, deswegen müssen wir mal schauen, was wir so anstellen die Tage. Wir werden aber wahrscheinlich auch viel chillen, denke ich mal, und die Zeit auch ein bisschen für mich nutzen. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel reingeschnitten werden, so, aber wir schauen mal, was zusammenkommt und dann hören wir uns später, ne? So, Frefreunde, wir sind angekommen. Heute ist schon Tag 2. der gestrige Tag ist ein bisschen in der Vergangenheit versunken, bisschen tief ins Glas geschaut, deswegen sehen wir heute auch alles schon so aus. Der Hanris ist übrigens auch da. Moin, freut mich, dass wir uns mal im Real Life gesehen haben. So, wir machen noch eine kleine Roomtour. Hier haben wir einmal den Daniel. Grüß euch. Hi, was geht ab? Der Keeper wird ihn vielleicht noch kennen von früher. Ganz früher. War auch hier schon in Großkrasse öfter dabei. Hier haben wir den Handel. Ich habe ganz viel Schmutz im Ohr. Es ist kein Cut hier. Also kein Videoschnitt, wirklich live. Photoshop kann das zwar auch schon mittlerweile. Das ist kein CGI oder so, ist wirklich hier. Ist also nur, man kann ihn anfassen tatsächlich. Nur, ich komme aus der DDR, es kennt CGI. So. Ich zeige euch nochmal ganz kurz hier unser Häuschen hier. Bitte nicht wegbuchen, Dankeschön. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier in die Räumlichkeiten rein. So, es ist hier aufgeteilt, links und rechts. Hier ist so, Wohnzimmer, würde ich sagen. Ne, dann haben wir hier so eine kleine Küche. Wir hatten vor zig Jahren schon mal genau das gleiche gehabt, aber hier ist alles renoviert worden, es ist alles anders irgendwie, aber cool auf jeden Fall. So, dann haben wir hier einen kleinen Bettbereich auf jeden Fall zum Schlafen. Ne? Wenn man hier reingeht, haben wir hier das Türchen, Popöchen, ne? Nichts Besonderes. Hier sehr schwierig, sage ich euch wirklich, ihr seht das hier anhand meiner Hand. Sehr schwierig hier zu sitzen, sage ich euch ganz ehrlich. Also ganz, ganz schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. So, und wenn man jetzt hier mal so rüber geht auf die andere Seite, dann... Nur mal von der besten Seite sein. Oh! So, hier haben wir noch so eine Couch-Gelegenheit hier, Fernsehen, ne? Jetzt nichts Besonderes. Hier Ehebett auf jeden Fall, war dem einen oder anderen ganz wichtig, im Ehebett zu schlafen. Und hier dann auch noch mal... Moin. Ein Bad mit WC und Dusche. Ja. Und das sind eigentlich so die Räumlichkeiten. Jetzt wollen wir ein bisschen aufbrechen, auf jeden Fall. Und werden mal gucken, wohin wir so brechen werden. Können wir jetzt aufbrechen? Wir sind schon gebrochen, Leute. Ja, sind wir sowieso schon nach dem gestrigen Tag. Aber mal gucken, wo es uns so hin verschlägt. Ne? Wir werden gefilmt, Leute. Das ist meine Gang. Go green. Campen macht Spaß, haben sie gesagt. 24/7 saufen, haben sie gesagt. Von Treppensteigen hat keiner was gesagt. Diese hier Weight Watchers und du bist hier der Antreiber hier. Ja, er guckt das Gewicht zu. Sieht halt selbst aus wie ein Kind. Ist schon soweit. Basti, komm. Ja, 0,1 von 10. Komm, wir müssen weiter. Komm, die Mutti hat Armbrot gemacht. Ach, ja. Nicht über den Zaun. Armbrot, ich hätte gerne einen Monte. Wir sind wieder am Tippidorf angekommen. Oh, da steht ein Grill. Und hier ist so eine komische Symbolik. Die Planen sind weg, komischerweise. Letztes Mal, weiß ich noch, da saßen wir hier mit Sergio im Zelt unter einer Plane. Und diesmal sind hier keine Plan mehr. Die haben alle keinen Plan. Guck mal, hier ist so ein Fußerlebnis. Ja. Da kannst du hier so rüber und dann so mit Augen zu. Genau. Und dann fühlen, was das sein könnte. Ach du Scheiße. Schon gehen, guck mal, der ist abgeknickt. Da ist schon einer drin. Ja, der ist geknickt, der Baum. Der ist traurig. Ja. Einer, auch Bäume sind depressiv. Selbst bearbeiten. Ja. Der muss auch mal wieder zu seiner anonymen Gruppe hier gespielt
Ja. Zur Baumschule. Zur Baumhilfe. Das Wesen des Menschen so. Digga, dass er seine Meinung auch nicht durchbringt und immer einknicken muss, ne? Ja. Kein Rückgrat. Ja. Der ist aus keinem stabilen Holz geschnitzt. Ich frage mich, ob er Bretter verteilen kann. Aber gut, das wie Obi-Händler? Wie Obi-Händler. Ja. Deshalb ist auch kein Apfelbaum, weil der Apfel würde zu weit vom Stamm. Da hast du recht, ja. Fallen uns noch ein paar Synonyme für irgendwelche Baumvergleiche ein? Schreib's in die Kommentare. Wir können nachher mal Baumvergleich machen. Willst du mir wieder deinen Stamm zeigen? Ich hoffe mal, dass wir dir hier so ein bisschen ein kleines Bild vermitteln konnten hier von dem ganzen Gelände. Ich meine, wir waren jetzt wirklich überall am Wasser. Ja. So. Haben jetzt zwar nicht überall mitgenommen, aber... Nee, ist echt schön. Also es ist schöne Luft, es ist ruhig relativ. Hast aber halt einen schönen See auf jeden Fall und auch viele Freizeitmöglichkeiten. So Freunde, da sind wir nochmal in voller Pracht. Mhm. Wir haben leider nicht so viel gefilmt. Wir haben eher die Zeit für uns genossen, so auf jeden Fall, aber es war schön. Also es ist komisch, wenn man Leute so jahrelang im Internet kennt, aber noch nie so großartig gesehen hat und sich dann aber mal wirklich so begegnet. Das wird überhaupt echt. Deswegen mache ich auch so ungern Aufnahmen, weil das wird nichts. Mit denen wird das nichts. Die trollen immer so rein. Aber es ist schon recht witzig, muss man auch sagen. Nee, ist überhaupt nicht witzig, die stören mich bei der Arbeit. Also hier haben wir mal die Lobby. Das ist Gang. Meine Leute. Moin. Einfach in den Camp reingefahren. Ganze Zelt abgerissen. Mama, aua. Moin. Dann ist Sandra übrigens nackig. Ja. Ich glaube, ich habe mir Bilder ran überfahren. Aber das Coole ist, er hat es mir angeboten, dass ich kommen konnte. Und ich hatte das Gefühl, ja, das würde gut passen. Weil man sich halt irgendwie auch menschlich ganz gut versteht und das ist halt das Schöne, man stellt sich's vor und jetzt weiß man, ja, es funktioniert, ja. Also ja, wenn er, außer die beiden da. Ja, es funktioniert zwischen uns auf jeden Fall. Doch, ich spüre da irgendwie so eine gewisse Harmonie irgendwie zwischen uns. Oh, warte, ich muss jetzt mein Bein überschlagen. Ja, oh, ja. Sonst wird's gefährlich. Aber was sollen die denn immer? Lass uns doch mal in Ruhe dich stören. Ja, die sind bloß zu faul. Für Stören zurück. Störzer. Der Störfaktor wird eingeleitet. Daniel! Der ist nackig. Ah, ich find's cool hier. Vielleicht nächstes Jahr klappt's ja vielleicht. Ja, vielleicht kommt dann auch der Sergio wieder mit. Dann, ne? Mal gucken. Dann werden wir nochmal ineinander geschnitten und in andere Welten gezogen. Paralleluniversen reingeglitten. Dann wird der schlecht. Dann über den Ereignishorizont im schwarzen Loch gezogen. Und dann kommen wir in der vierten Dimension in der Matrix dann bei Interstellar raus. Und dann kommt die So, wir haben es heute Sonntag, wir sind jetzt schon den dritten Tag hier, waren jetzt gerade baden gewesen. Noch nass. Aber ganz frisch mit gegelten Haaren. Boah, damn. Damn, Daniel. Boah. Fresh, exciting. Und jetzt wird der Grillus Millus angeschmissen. Der gute Kollege verlässt uns heute. Wir sind noch einen Tag länger hier, deswegen wird heute nochmal fett abgegrillt. Yeah. Danach schön abschmatzen. Ne? Fußcontent. Ja, Freunde, der Vlog dieses Jahr war diesmal ziemlich random und zusammengewürfelt aus verschiedensten Videofetzen. Ich hatte nicht so viel aufgenommen, weil ich dann doch eher die Zeit für mich genutzt hatte, das Wochenende. Ich wollte aber trotzdem Vlog hochladen, gerade weil ich auch den Basti halt das erste Mal im Real Life getroffen hatte. Und da hätte ich gedacht, es wäre schade, wenn man diese Aufnahmen nicht veröffentlichen würde. Vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen Spaß dran gehabt, wäre auf jeden Fall cool. Mir hat das Wochenende auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, das hat man auch hier und da gemerkt. Und das soll es soweit für das Video gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall, falls ihr bis hierhin geschaut habt und verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.